Bald geht sie los. Die Sale in Bremerhaven sind noch knapp 70 Tage und es gibt ein Buch dazu. Und Herbert Klones-Taubert hat dieses Buch geschrieben, hat dieses Buch entwickelt, konzeptioniert. Herbert, stell uns mal das Buch ein bisschen vor. Ja, in dem Buch geht es darum, den Erfinder der Sale zum Beispiel vorzustellen. Das ist Henning Groß. Viele kennen ihn noch als langjährigen Tourismuschef, früher übrigens auch mal bei der Nordsee-Zeitung Lokalchef gewesen. Und er erzählt, wie er eigentlich hier an die Küste gekommen ist, wie er auf die Idee kam, die erste Sale hierher zu holen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und im Laufe des Gesprächs macht er auch auf Gefahren aufmerksam, was zum Beispiel nicht so gut wäre für die weitere Entwicklung dieser Großveranstaltung. Das ist einer der Punkte. Ganz wichtig ist ein zweites Interview mit Dr. Dirk Peters, Technikhistoriker am Deutschen Schifffahrtsmuseum bis 2014. Und in dem Interview macht er richtig deutlich, wie die Wurzeln für diese Veranstaltung in Bremerhaven gelegt worden sind. Damals war ja die Blüte des Segelschiffbaus fast deutschlandweit mit in Bremerhaven. Und solche Namen wie Wenke, Tecklenburg und Rickmers sind ja vielen noch geläufig. Nur noch wenige äußere Baudenkmäler erinnern an die Zeit. Aber Peters macht in dem Interview, was in dem Buch ausführlich dargestellt ist, auf interessante Weise deutlich, dass ein Standort für eine Sale kaum so gut wie nach Bremerhaven passt. Insofern eine sehr authentische Veranstaltung, die nicht künstlich aufgepfropft ist, sondern wirklich hier sehr gut herpasst. Das sind zwei Schwerpunkte in dem Buch. Außerdem stelle ich die STA, Sail Training Association, vor und deren Bedeutung auch für diese Veranstaltung, weil sie dafür sorgt, dass hier rund 2000 Segler, Trainees, junge Leute nach Bremerhaven kommen, aus der ganzen Welt miteinander umgehen, sich gegenseitig kennenlernen. Eine vierte große Geschichte handelt davon, dass die Alexander von Humboldt II jetzt Paradeschiff der Sail ist und welche Bedeutung das Schiff auch für Deutschland hat, aber wie sie auch darum kämpft, ausgelastet zu sein, weil sie sich ja wirtschaftlich allein tragen muss. Und dazu erzählt jemand, der das Schiff, das Segeln erst im späteren Alter für sich entdeckt hat, auf spannende Weise, wie das dazu kam und animiert dazu, selber mal das Segeln auszuprobieren. Das sind so vier große Schwerpunkte für die Textbeiträge. Wenn man dich jetzt persönlich mal fragen würde und du müsstest einem Außenstehenden erklären, was ist das Besondere an der Sale, was muss man unbedingt gesehen haben, was würdest du dem mit auf den Weg geben? Ja, das Faszinierende ist zum einen das Bild. Man blickt auf eine Vielzahl von Seglern, über 200 Schiffe aus der ganzen Welt kommen hierher. Dann gibt es keinen Ort in Bremerhaven, der alle 5 Jahre so viele Menschen, Millionen von Menschen an wenigen Tagen versammelt. Und dieses Miteinander, das bisher zum Glück immer sehr friedlich ablief und hoffentlich weiter abläuft, das ist, glaube ich, das Faszinierendste.